Unweit des Biebesheimer Vogelparks bin ich am 27.06. vormittags aufgestiegen. Das ist ein interessantes Gebiet. Rechter Hand, das sind die Almen. Linker Hand, das sind die Almen. So heißt das Feld. Allerdings waren die Almen linker Hand früher die Gernsheimer Almen. Aber in den 70er Jahren wurde das Feld dann Biebesheim zugeschlagen. Gründung war, der Rheinlauf hat sich in den letzten paar hundert Jahren verändert. Das heißt also, man musste als Gernsheimer Landwirt immer erst über Biebesheimer Gebiet. Hier hinten übrigens sieht man den Donnersberg. Er ist das höchste Bergmassiv des Nordpfälzer Berglands und misst 686,5 Meter. Die drei Seen hier vorne sind bei der Kiesgewinnung entstanden. Der älteste See ist links das Ellenloch. Er ist schon 1851 erwähnt. Vorne liegende Teich ist der Weideteich. In den Jahren von 1964 bis 1968 entstanden. Der hinterste und größte See ist der Wechselsee. Er ist auch bei der Kiesgewinnung entstanden. Und zwar von 1960 bis 1975 wurde hier nach Kies gebaggert. Rechts sehen wir auf die Zuchtanlage des Flügelzuchtvereins und das andere Gelände war vom Vogelpark. Im Vordergrund ist die Deichmeisterei, eine sehr wichtige Einrichtung in unserer Gemeinde. Unten sind wir jetzt auf den Anglerweg, da war im Prinzip in den 50er, 60er Jahren Biebesheim zu Ende. Ich bin mit meinen Eltern sonntags mal zum Bootshaus gelaufen. Der Kreuzung Beinstraße, Anglerweg war im Prinzip nichts mehr, nur Ackerland und es waren auch ganz besondere Äcker auf jedem. Diese Ecke waren auch noch Obstbäume angepflanzt. Kann mich entsinnen, wir hatten da auch einen Acker mit wunderbaren Zwetschgen. Riesige Bleche haben wir dann zum Bäcker Karl Grund gebracht. Und für kleines Geld wurde dort im Backofen der weltbeste Zwetschgenkuchen gebacken. Hier blickt man auch auf das sogenannte Städelloch. War vermutlich ein ehemaliger Rheinarm, daher auch der Name. Im Jahr 1990 wurden durch archäologische Luftaufnahmen in dieser Flur ein Gräberfeld entdeckt. Es handelt sich um sogenannte Hügelgräber. Und aus der Hügelgräber-Bronzezeit, das war 1600 bis 1300 vor Christi Geburt. Ist also schon ein paar Jahre her.
Hier unten war früher ein reines Pappelwäldchen, ist aber jetzt aufgeforstet worden, auch mit Bäumen, die dem sogenannten Klimawandel standhalten. An der Stelle, an der ich übrigens gestartet bin, hatten wir früher als Kinder, und es gab ja auch im Winter noch Schnee, hier unser sogenanntes Wintersportgebiet. Man konnte also wirklich Schlitten fahren. Gut, es war zwar keine große Schlittenbahn, aber war für unsere Zwecke doch ganz gut geeignet. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss.